Der Landschaftspark ist einer der wichtigsten Punkte der Route zur Industriekultur in Europa. 1901 wurde die Hochofenanlage von der damaligen Rheinische Stahlwerke zu Meiderich bei Ruhrort gegründet. Das hier gewonnene Roheisen wurde weitestgehend in den umliegenden Stahlwerken von Thyssen weiterverarbeitet. Ab 1970 wurden die Hochöfen abgerissen und stillgelegt. Hochofen 5 blieb als einziges noch weiter in Betrieb. 1985 aber auch dieser, nach gerade mal 12 Jahren Betriebszeit, ebenfalls stillgelegt. In den folgenden Jahren wurde die Grundidee des Landschaftsparks geboren. Dieser erstreckt sich über eine Fläche von 180 Hektar zwischen Hamborn und Meiderich. Die Idee des Entwurfes war es, einen Kontrast zur ehemaligen Struktur und zur neuen Nutzung aufzubauen. Die Bauwerke sollten erhalten bleiben und für den Park genutzt werden, um den Menschen diese näher zu bringen. Die voneinander unabhängige Industriestruktur sollten über Gärten, Terrassen, Treppen und vieles mehr verbunden werden. Der Park wurde 1994 eröffnet und ist heute mit seinen drei Hochöfen ein prägnantes Wahrzeichen. Seitdem nutzen zahlreiche Personen oder Vereinigungen den Park für ihre Zwecke. Der ehemalige Hochofen 5 wurde bis zur Spitze begehbar gemacht. In einer Höhe von ca. 70 Metern hat man eine sehr gute Aussicht über die Stadt Duisburg bis in die benachbarten Städte hinein. Somit ist der Landschaftspark schon von der Autobahn aus zu sehen. Die ehemalige Kraftzentrale, die Gießhalle und der Gebläsehallenkomplex wurden umgebaut. Sie wurden im Rahmen der Entwicklung des Landschaftsparks zu einem multifunktionalen Veranstaltungsort. So erhielt die Gießhalle eine Tribüne und ein Dach. Hier finden im Sommer Open-Air-Kinos statt. Das Dampfgebläsehaus wurde zu einem Schauspielhaus mit 500 Plätzen umgebaut. Hinzu kommt die in der ersten Etage des Magazingebäudes die Dauerausstellung zur Geschichte des Hüttenwerks. Der Deutsche Alpenverein errichtete außerdem an einem Teil der Erzbunkeranlage einen Klettergarten. Dieser hat ca. 400 Routen und zusätzlich in der Gießhalle von Hochofen 2 einen Höhenkletterparcours. Der bis 1920 in Betrieb gewesene Gasometer ist heute mit 20.000 Kubikmeter Wasser gefüllt. Er ist insgesamt 25,9 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 45,8 Metern. Dieser wurde dann später von Tauchern zu einem Trainingszentrum umfunktioniert und Ende 1993 eröffnet. Heute wird es aufgrund seiner vielseitigen Unterwasserlandschaft von Hobbytauchern, Polizei und Feuerwehr genutzt. Der Duisburger Innhafen und die Alt-Emscher wurden sogar von den Tauchern dort gereinigt. Außerdem wurden ein Auto, zwei Flugzeuge und ein Boot durch eine Dachluke gebracht. Diese stehen nun unten im Gasometer. Der Park kann ganzjährig und ohne zeitliche Einschränkungen besucht werden und kostet keinen Eintritt. Es gibt verschiedene Führungen für Kinder und Erwachsene bei Tag und Nacht. Hinzu kommt, dass die Industrieanlagen täglich mit Einbruch der Dunkelheit farbig beleuchtet werden. Jeden Freitag bis Sonntag, an Feiertagen und an den Vorabenden ist die volle Lichtinstallation des Parks auf etwa 15 Hektar zu sehen. Von Montag bis Donnerstag ist ein Minimalprogramm zu sehen. Mit 1.019.391 Besuchern und über 800 Vermietungen der einzelnen Veranstaltungsflächen und Hallen war 2016 das erfolgreichste Jahr seit der Eröffnung 1994.